Nein, wie sieht das denn aus? Oh, sieht das ekelhaft aus. Oh. Müde. El Mago müde. El Mago schlafen. Ja. Knock, knock, ist jemand da, Alter? Achtung, bei diesen Bildern müsst ihr zweimal hinschauen oder einfach ganz genau hinschauen. Also Bilder, bei denen man auf den ersten Blick etwas ganz anderes erkennt. In diesem Sinne, wie geil ist das denn? Die Magangs sind am Start. El Mago ist am Start. Willkommen zu diesem Video. Ich hoffe, dass es euch heute mal wieder richtig gut geht und dass ihr ein verdammtes Lächeln auf dem Gesicht habt. Grüße gehen raus an die Magangster Henkel Amelie, an Jasmin Supergirl und an Marius Backhaus. Den letzten Kommentar hat Noah Cupcake geschrieben. Wenn du im nächsten Video auch grüßt werden willst, einfach einen Kommentar schreiben oder im nächsten Video der allererste Kommentar sein. Wir sehen den ersten Kollegen und zwar ein Mann, der hier eine Präsentation hält und auf den ersten Blick könnte man denken, dass er also Pipi musste und nicht auf Toilette konnte, sozusagen dann Pipi in die Hose machen musste. Nein, ohne Spaß, läuft bei ihm, man sieht auch richtig so sein Lächeln, so, ich hab mir in die Hose gepinkelt. Aber nein, das ist nur ein Schatten. Ich weiß nicht, was das darstellen könnte hier, diese Spiegelung. Aber auf jeden Fall ist das irgendwas, was davor ist und in diesem Glas spiegelt, ja. Dieser junge Mann hat sich nicht in die Hosen gepinkelt, obwohl er genau danach lächelt. Wir schauen ins nächste Bild und sehen zwei Mädchen, die nicht miteinander... warte, Alter, sieht das komisch aus. Warte mal, ich komme noch nicht auf das Bild klar. Ih, sieht das eklig aus. Alter, sieht das merkwürdig aus, das Bild. Okay, es ist klar. Die vordere macht ein ordentliches Hohlkreuz und steht gerade. Und sie sitzt auf ihrem Hohlkreuz oder auf ihrem Rücken gerade. Das sieht wirklich echt verdammt eklig aus. Und als wenn die irgendwie miteinander verbunden, verschmolzen wäre oder ein Körper wäre oder irgendwie so. Es ist kein Bild, sondern ein Spiegel. What? Das hätte ich nie gesagt. Also wenn das nicht darüber stehen würde, dass das ein Spiegel ist, dann hätte ich... Keine Ahnung. Es sieht ja wirklich aus wie ein gemaltes Bild. Aber wenn auf der anderen Seite wirklich so ein schöner Sonnenuntergang ist und wir sehen links sogar die Spiegelung von den Ästen, die so darüber gucken. Einmal den großen da oben und dann auch da drunter und so. Da drunter der Busch müsste dann irgendwie da vorne weiter sein. Sieht auf jeden Fall oberkrass aus. Aber das hätte ich niemals gedacht. Playbutton, ich brauche deine Hilfe. Was willst du, du alte Flachzange? Wie sieht's denn jetzt aus? Wie viele Likes schaffen wir auf dieses Video? 15.000 Likes, du kleiner Zigeuner. Optimistisch, Leute, aber Playbutton sagt 15.000 Likes, Leute. Auf geht's, smash den Daumen hoch Button für die Magang, Leute, für die Magangster. 15.000 Daumen hoch. Und wenn du dieses Video schaust und noch kein Magangster bist, what? Einfach ganz schnell meinen Kanal abonnieren und schon gehörst du zur Magang und bist ein Magangster, Leute, weil ihr wisst, die Magang wird YouTube überrennen. Die Magang überrollt bereits YouTube. Die Magang ist on fire, Leute. Wir schauen ins nächste Bild und sehen. Nein, wie sieht das denn aus? Oh, sieht das ekelhaft aus. Oh, so ein, ich sag mal, kleinerer Körper mit einer richtig kurzen Hose, dünnen Beinen, hohen Schuhen und dann so ein riesiger Kopf, irgendwie so ein männlicher Kopf. Das sieht aus wie irgendwie so ein Mutant oder sowas. Aber nein, es ist der Kopf von dem Typen, der da sitzt, ja. Also der Typ sitzt da am Handy und das Mädchen, ja, es ist kein Junge, der angekleidet ist wie ein Mädchen, Leute, keine Sorge. Nein, das Mädchen hockt hinter ihm, umarmt ihn so und der Kopf ist links an ihm vorbei. Und jetzt macht das Ding auch Sinn, aber ey, das kriege ich nicht aus dem Kopf raus. Das sieht irgendwie so aus, als wenn das wirklich sein Kopf wäre auf diesem Körper. Und das würde verdammt ekelhaft aussehen. Ich weiß nicht, da wird irgendwie das Gehirn getäuscht, ja. Da wird die El Mago Birne ausgetrickst, ja. Ich glaube, die meisten von euch erkennen es auch. Also von der Frau links, die eigentlich ein Bikini anhat, sieht der Ellbogen oder dieses Ding dazwischen sieht aus hier vom Ellbogen vom Mann wie die, ihr wisst schon, also die Ritze von der Frau. Auf den ersten Blick will man das immer sehen, aber nein, keine Sorge, Leute, sie ist nicht nackt, sie hat ein Bikini an. Es ist nur die Ellbogen oder die Armritze hier von dem Typen davor, der irgendwie total cool sein Bier in die Kamera hält. Er ist so Bier saufen, aber die sind alle ordentlich am Saufen und am Zigaretten rauchen, also scheint irgendwie eine Party zu sein, aber guter Schnappschuss auf jeden Fall.
geiler Scheiß. Wir sehen den nächsten Kollegen. Und der hat, ja, wie soll ich sagen, keinen Kopf. Sondern eine Wurst. Er wird auch der Wurstmann genannt, ja? Das sieht ja wirklich unnormal lustig aus. Als wenn das so gewollt ist. Das ist wahrscheinlich irgendwie so ein Schnappschuss auf irgendeinem Wochenmarkt oder sowas, wo Wurst und Fleisch verkauft wird. Und der Typ steht gerade so, aber man sieht... Ja, hau das Mikrofon weg, hau das Mikrofon wieder weg. Aber man sieht sogar hinter der Wurst, sieht man sogar rechts daneben sieht man sogar noch den Kopf von normal. Aber die Bing ist halt so perfekt im Kragen und könnte wirklich sein Kopf sein. Das ist ja unglaublich. Jedes Mal, wenn ich da hingucke, sieht das so aus. Darf ich vorstellen, der Wurstmann. Sieht schon leicht unheimlich aus. Aber vor allem auch in der Wurst, diese Spalten, diese obere Spalte könnten so schmale Augen sein. Und darunter könnte der Mund sein. Das sieht ja echt richtig ekelhaft aus. Vielleicht ist es kein Schnappschuss, der schiefgegangen ist, sondern vielleicht ist er wirklich der Wurstmann. Vielleicht gibt es ja den Wurstmann. Vielleicht ist der Wurstmann auch unter uns. Und vielleicht kommt heute Nacht nicht der Sandmann, sondern der Wurstmann. Was laberst du? Okay, reicht. Reicht, Mats. Alter, ich feiere diese Bilder unnormal. Ich feiere diese Bilder einfach unnormal. Es sieht wirklich richtig ekelhaft aus. Als wenn das links komplett die Oberkörper wäre und von der Frau im Hintergrund, ja, die linke Schulter, wäre auch die Schulter von der Frau vorne. Und dann sieht das irgendwie so aus, als wenn irgendwie, ja, sie so steht und der Kopf irgendwo hier ist. Also total verunstaltet. Aber nein, sie steht einfach nur zur Seite. Man sieht ihren rechten Oberarm und im Hintergrund steht einfach eine Frau, die einfach exakt die gleiche Bluse fast anhat oder die gleiche Blusenfarbe. Also ich würde sagen, das sieht nicht nur ein bisschen unheimlich aus, das sieht sogar verdammt unheimlich aus. Dies, Leute, ist nicht dieser romantische Moment, nachdem es aussieht. Wir sehen im Vordergrund Vater und Sohn, die irgendwie so ein Basketball-Match gucken auf jeden Fall. Und ich habe zuerst auf die Hand geguckt vom Großvater oder sowas, ob da irgendwas Unlogisches ist. Aber nein, da ist alles cool. Wir sehen im Hintergrund, ja, einen Basketballspieler, der gerade an dem Nacken von dem Sohn zugange ist. Und das ist kein Basketballspieler, der dann echt ist. Es ist einfach nur der Fernseher. Und das sieht tatsächlich so aus, als wenn er irgendwie von hinten kommen würde und ihn irgendwie küssen würde. Es sieht einfach total weird aus. Aber lustig. Aber definitiv lustig. Ah, ich stelle mir das gerade vor, wie irgendwie die Frau, keine Ahnung, das Foto von den beiden macht so oft lustig. So, ey, gute Stimmung hier, wir haben die Basketballtrios an, lass Foto machen. Und dann gucken die sich da später und fragen sie, ey, Bruder, wer ist denn die dritte Person hinter uns? Wer ist das? Den haben wir nicht eingeladen. Der war eigentlich nicht mit am Start. Müde. El Mago müde. El Mago schlafen. Leute, sorry, wenn meine Augen so ein bisschen rot sind. Ich bin leider gegen Pollen mega allergisch. Und ich kriege dann auch immer leicht so gerötete und juckende Augen. Nein, doch. Als nächstes haben wir eine Frau, die im Bikini vor irgendwelchen Fotografen posiert. Ich habe keine Ahnung, wieso die da im Bikini steht und alle Typen sie abfotografieren. Das ist ja, oder auch die Frau, die da steht. Keine Ahnung. Ist vielleicht irgendeine Berühmtheit oder so und alle wollen Foto von ihr. Keine Ahnung. Auf jeden Fall steht sie da und hat obenrum ein Bikini an, Leute. Es ist nicht das, wonach es aussieht. Es ist nur der Ellbogen von dem Mann vor ihr. Es ist nicht das, wonach es aussieht. Hier sind wir beim ähnlichen Thema. Ich habe auf den ersten Blick habe ich wirklich einen Schreck bekommen. Aber nein, Leute, nein, es sind nur ihre Knie. Was soll das sonst sein? Ja, also ganz ehrlich, natürlich sind das ihre Knie. Ich weiß ja nicht, was ihr gesehen habt, aber natürlich sind das ihre Knie. Sie ist gerade an so einem Poolrand und macht ihre Füße da hinten hin und guckt so nach oben und ja, hat ihre Knie da. Ihre Knie. Ihre Knie. Nicht mehr. Und nicht weniger. What the fuck? What the fuck ist das? Lol. Alter, sieht das eklig aus. Boah, das ist eine Dreier. Was? Das Bild wurde darunter gepostet und ja, genau diesen Blick hatte ich auch so. Was ist das? Also richtig weird sieht das aus, als wenn sie sich irgendwie selber auf dem Arm hat. Ich habe keine Ahnung. Es ist gar nicht so schwer. Sie steht vorne hier und hat ihm auf dem Rücken. So, und das T-Shirt von dem Typen geht irgendwie bis hier. Hä? Hä? Wer hat
hier wen auf dem Arm? Vielleicht ist da ja noch einer, ein Vierter, irgendwie dahinter, der so gerade dahinter gebeugt ist. Vielleicht sind auch 6 Personen auf dem Bild. Oder 7. Oder 8. Oder 9. Oder 10. Vielleicht sind auch 200 Leute auf dem Bild. Und sind irgendwie ineinander, wie heißt das nochmal, wenn man sich 2 Sachen vermischen? Fusion! Genau, stimmt. Ach, Mats. Knock, knock, ist jemand da, Alter? Vielleicht haben sich auf dem Bild 200 Leute fusioniert, Leute. Man weiß es nicht. Es bleibt ein absolutes Rätsel. Ich hoffe, ihr konntet über die Bilder auch so etwas schmunzeln, so wie ich es getan habe. Ich hoffe, dass ihr mich schon abonniert habt. Wenn du mich noch nicht abonniert hast, dann musst du das unbedingt ganz schnell tun. Und das kannst du auch hier tun. Auf jeden Fall musst du Margangster werden. Wenn du kein Margangster bist, das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Hier siehst du ein anderes cooles Video von mir. Hier siehst du meinen allerneuesten Upload, Leute. Klickt irgendwo drauf, seid aktiv, seid richtige Margangster. Aber Leute, ich denke mal, das seid ihr sowieso. Gebt dem Video unbedingt noch einen Daumen hoch, smash den Daumen hoch. Wir sehen uns in einem neuen Video. Bis dann. Ciao, ciao, euer Elmago.